damit Sie keine Thrombose bekommen. Das war mir vorhin echt ein bisschen peinlich. Nach dem, was wir alles zusammen erlebt haben, sollte Ihnen eigentlich gar nichts mehr peinlich sein von mir. Trotzdem, ich bin sonst niemand, der sein Privatleben in der Öffentlichkeit freitritt. Ja, und ich hatte eigentlich vor, Ihr Liebesgeflüster in der Kantine zum Besten zu geben. Ach ja? Dann sagen Sie mir Bescheid und ich setze mich in die erste Reihe. Ja, ich muss dann mal los. Ja, ich hoffe, Sie haben bald Feierabend. Ganz im Gegenteil, die Schicht in der Notaufnahme fängt gleich an. Sie haben doch in den letzten Tagen kaum geschlafen, oder? Nicht wirklich. Und dann machen Sie noch eine Schicht? Ich muss. Das ist nichts Besonderes im Krankenhaus. Gute Nacht. Danke. Ein Neuzugang. Der Klassiker. Über 80, wollte kurz mit dem Hund runter. Treppenhaus frisch gewischt. Sie sieht den Wischeimer nicht. Und? Na? Oberschenkelhalsbruch. Möchten Sie auch einen Kaffee? Ach so. Ja, gerne. Danke. Ja? Guten Morgen. Hallo. Morgen, Frau Verhaag. Ich wollte mich nur für die super Betreuung bedanken. Das hört man selten. Aber gern. Heißt das, Sie wollen noch länger bleiben, weil es Ihnen so gut gefallen hat? Nein, nicht wirklich. Übrigens, die Nachtschicht, die ist doch jetzt zu Ende, oder? Ich wollte Sie nämlich gerne einladen. Als Dankeschön. Das ist sehr nett von Ihnen, aber meine nächste Schicht beginnt heute Nachmittag und ich muss mich wirklich vorher noch mal ein paar Stunden hinlegen. Hm. Frau Dr. Thalheim, finden Sie nicht auch, dass Herr Dr. Stein mal ausspannen sollte? Ja. Außerdem sind wir heute ausreichend besetzt. Danke. So, höchste Zeit für die Visite. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Verhaag. Das war doch eine klare Ansage, oder? Kommen Sie schon. Ich muss mich doch bei meinem Lebensretter revanchieren. Charmant und stur. Interessante Kombination. Ja, danke. Danke. Das ist also die kulinarische Überraschung. Currywurst. Und was essen Sie? Ja, das sollte eigentlich extra gehen. Egal. Nein, die Pommes sind für mich. Sie mögen ja keine. Und als Sie uns da rausgeholt haben, da war Ihr größter Wunsch eine Currywurst. Also guten Appetit. Danke. Ihnen auch. Wir brauchen schon Kaviar und Austern. Die ist richtig gut, die Wurst. Wissen Sie, ich mag den Marienhof. Ist nett hier. Ja, finde ich auch. Ich möchte nirgendwo anders leben. Ich heiße übrigens Nick. Toni. Wir hätten ja noch zwei Kaffee. Wir müssen doch auf das Du anstoßen. Ja, nicht schlecht. Ja, mein Mann liebt gute Weine und schöne Dinge. Das sieht man. Ja, schöne Wohnung auf jeden Fall. Durchgestylt mit Liebe zum Detail. Ist wahrscheinlich dein Verdienst. Nicht wirklich. David hat hier schon vor unserer Heirat gewohnt. David ist nämlich erfolgreich in seinem Job, oder? Mhm, das ist er. Setz dich doch bitte. Danke, aber... Setzen. Ja, immer schon ruhig bleiben. Du sollst dich doch noch schonen. Ja, und du sollst dich entspannen. Außerdem, Tee trinken und Männer herumkommandieren sind für mich totale Entspannung. Danke für den schönen Tag. Aber ich fahre dann doch noch mal ins Krankenhaus. Wieso denn? Du hast doch keine Schicht mehr. Ja, schon, aber... Ich verpetze dich bei deiner Oberärztin. Du kannst ja ganz schön resolut sein. Ja. War ich schon als kleines Kind. Soll ich es dir beweisen? Bin ich ja mal gespannt. Who told you love is the alpha and omega? And that your heart will lead you to the only one. It's a curse, it's the hammer that will break ya. It's a poison hidden in a bonbon. Don't you know love is stronger than Jesus? Don't you know love can kill anyone? Bring it on.
war wirklich eine Traumhochzeit. Also besser könnte man... Toni? Wer sind Sie denn?